Wie hast du die Surfboard-Halterung genau angebracht? Eigentlich ganz easy, aber ich zeige es euch jetzt mal direkt. Als erstes habe ich mir diese Halter bei Amazon bestellt, aber um diese mit dem Dach zu verbinden, brauchte ich nur so zwei Eisenwinkel, die habe ich im Baumarkt bekommen. Damit ich die Halter nicht an der Seitenwand vom Auto befestigen musste, habe ich mir so zwei Magneten bestellt bei Amazon. Die sind gummiert und halten 55 Kilo. Das habe ich dann einfach alles zusammengeschraubt und oben am Dach befestigt, an meinen Dachträgern. Und das ist die fertige Halterung. Damit auch keiner mein Board klauen kann, habe ich mir Kanu-Lok gekauft. Die haben Stahlseile im Zurgurt und oben kann man noch abschließen. Auf der Rückseite habe ich dann noch einen Schlitz oben in die Halterung reingemacht, damit ich den Zurgurt auch da ordentlich befestigen kann. Und das ist unsere fertige Surfboard-Halterung.